Jetzt dürfen Sie sich's, glaube ich, wieder nehmen. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass der Zivildienst in den letzten Wochen und Monaten, aber natürlich auch in der Zeit vor der Krise, enorm wichtig für die österreichische Gesellschaft war und natürlich auch ist. Die jungen Männer leisten auf vielen verschiedenen Gebieten Außerordentliches, zum Beispiel im Rettungs- und Sanitätswesen, in der Pflege, in Krankenanstalten, in Seniorenzentren, auf landwirtschaftlichen Betrieben und in vielen weiteren Bereichen. Und für das möchte ich an dieser Stelle recht herzlich Danke sagen. In den beiden Anträgen geht es um zwei wichtige Themen. Es beschäftigt sich einerseits mit dem Europäischen Freiwilligendienst, andererseits mit der Entlohnung der verlängerten Zivildiener. Und nachdem wir uns im Ausschuss für innere Angelegenheiten darauf verständigt haben, das im Sozialausschuss zu behandeln, freue ich mich auch schon auf eine intensive Debatte dort. Aber lassen Sie mich natürlich auch hier im Plenum schon thematisch darauf eingehen. Der Europäische Freiwilligendienst ist natürlich eine gute Möglichkeit, gerade für junge Menschen, sich international zu engagieren und die Denkweise und die Weltanschauung positiv weiterzuentwickeln. Aber es ist eben kein Wehrersatzdienst. Gerade im Zusammenhang mit den derzeit vorherrschend geburtsschwachen Jahrgängen und der damit verbundenen kleiner werdenden Zahl der Zivildienstpflichtigen ist es durchaus kritisch zu betrachten. Und viele Einrichtungen sind gerade auf die Zivildiener und deren Leistung angewiesen. Und darum glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir den Zivildienst in Österreich stärken. Wir haben aktuell eine Quote von 90% an Bedarfsdeckung der Einrichtungen. Das ist natürlich sehr gut, aber es gibt eben auch 10%, die wir nicht decken können. Und deshalb empfehle ich im Interesse der österreichischen Bevölkerung, dass wir das Europäische Solidaritätskorps bei dem belassen, was es bisher war, und zwar ein Freiwilligendienst, der eben freiwillig und zusätzlich zum Zivildienst geleistet werden kann. Zur Frage der Vergütung kann ich natürlich nachvollziehen, dass das für viele nicht die ideale Situation ist. Der Zivildienst ist aber ein Wehrersatzdienst und die gesetzliche Grundlage für die Entlohnung ist im Heeresgebührengesetz. Und diese sieht für Zivil- und Grundwehrdiener ähnliche Regelungen vor, ebenso wie für freiwillige Zivildiener und einberufene Milizsoldaten. Wer hätte von uns Anfang des Jahres gedacht, dass wir uns überhaupt einmal den Kopf zerbrechen müssen, ob wir den außerordentlichen Zivildienst einberufen? Ich nicht. Aber ich bin froh und nach wie vor dankbar, dass unsere Zivildienstministerin, die Elisabeth Köstinger, schnell gehandelt hat und den außerordentlichen Zivildienst einberufen hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir ohne die Mithilfe der Zivildiener nicht so gut durch die Krise kommen werden. Und darum ist es auch wichtig, dass wir diese Maßnahme jetzt gut evaluieren und dass wir auch aufgestellt sind, falls wir es wieder einmal brauchen. Aber an dieser Stelle möchte ich abschließend schon betonen, ich glaube, da sind wir uns ja einig, es wünscht sich keiner, dass wir jemals wieder in eine Situation kommen, wo wir Zivildiener verlängern müssen oder den außerordentlichen Zivildienst einberufen müssen.